Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Wir befinden uns bei Familie Rhodes und Kendra ist gerade dabei, so ein typisches Teenager-Ding zu machen. Sie hat sich Fruchtpastete gemacht und ist dabei, am Laptop nach Kunst zu suchen, aber jetzt ist sie mit dem Essen fertig, so dass sie das dann nicht mehr intensivieren muss. Habe ich hier einen Teller? Nein, da gibt es nur die Anzeige. Dann ist die Wäsche mittlerweile trocken. Die tropft, glaube ich, nicht mehr. Ja, dann geh mal aufräumen und die Wäsche weglegen. Denn, also, ich glaube, das Wäschewaschen ist so ein bisschen Kendras Ding. Und, oh, frag mal Grover, was mit ihm los ist. Spielen. Geschichte erzählen. Oh, er macht ein Häufchen. So, das kommt dann in unseren magischen Mülleimer. Und ist Geld wert. Ich wollte gerade mit dir Gasse gehen, aber wenn du jetzt schon auf dem Töpfchen, naja, passt vielleicht nicht ganz fast. Also, oh, Aufmerksamkeit. Ja, dann spielen und knuddeln wir ein wenig mit dir und Oh, smoosen. Jarina, oh nee. Aw. New Beam Shark. Und aufmuntern Kimba Darfy. Gosh of und Whibs. auf Couch verwöhnen. Gorb, So, Jasper war jetzt bis Wizard jetzt bei Orb. Liberty, aber du Tidip. könntest jetzt auch mal nach Hause kommen. Bazik Also Jasper hier Bazoor. herbringen. Rix. Pongy Ähm, Dufuy dann geh noch duschen und dann hätte ich gedacht, dass Jasper, ja, der Dampf von der Dusche kannst du nehmen. Dann hätte ich gedacht, dass Jasper vielleicht auf die Idee kommen könnte, eine Party zu geben. Ja, er schenkt ja eh schon ein. Oder kokette SMS schicken. Wem könnten wir eine kokette SMS schicken? Nein, der Mutter unserer Ex-Freundin würde ich mal sagen, eher nicht. Hanna Wagner. Yumiko Nakamura. Die Brigitte, die war ja auch schon öfters bei uns. Jade Rosa Evry Capricciosa. Penny. Ja, schick doch Penny eine kokette SMS. Vielleicht lädt sie uns ja auf ein Date ein. Und ja. Wie ich sehe, bist du gut drauf. Vielleicht sollten wir ausgehen und ein Glas trinken. Das blöckende Lama. Aber sicher doch, es ist Samstagabend. Der perfekte Zeitpunkt für ein Date. Also, mal schauen, was sich da so ergibt. Und ja, Jasper ist definitiv immer noch total dabei. Naja, Mädels aufzureißen. Aber es ist ja jetzt doch schon eine Weile vergangen, seit er seine letzte Beziehung hatte. Also, naja, vielleicht wird das ja bald mal was. Dass er wirklich was Fixes hat. So. Penny. Penny ist ja so das Großstadtmädchen. Also, die wird vermutlich nie auf die Idee kommen, zu Jasper zu ziehen. Oh ja, und sie stimmt, sie ist ja ein Internetsternchen. Nach kleinem Kreditfragen. Schon ein bisschen aufdringlich bei dem ersten Date. Okay, ich wäre dafür, dass ihr nach drinnen geht. Wo ihr nicht umgefahren werdet. So, da ist so ein kleiner, nein, nicht den Tisch decken, aber hier sitzen und plaudern. Oh, sie ist beschämt. Jasper, hast du schon wieder mal böse Sachen gesagt? Und was hast du? Trockene Kleidung. Oh, Siobhan ist traurig. Ist sie traurig, weil Jasper jetzt eine andere hat? Ui, 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 ui.
Sims, die nach der großen Liebe suchen, sind hier richtig. Es ist Singles Nacht. Oh, okay. Sims in Flirtlaune kommen. können sich zu günstigen Preisen Getränke holen. Naja. Passt ja. So, frag mal, ob sie flirtet mit dir. Ich wollte sagen, frag, ob sie Single ist. Ich habe nach Flirten geklickt. Also das mit der Singles Night passt dann ja wirklich perfekt dazu. Dann bestell doch mal Single Night Getränke. Und zwar kein Mineralwasser. Einen Saft on the Rocks. Oh, und Penny ist auch Single und Siobhan muss jetzt einfach mit ansehen, wie er und Penny ja, sich vielleicht näher kommen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht trinkt er ihr, also Jasper ist ja ein eifersüchtiger Typ und ich glaube, der ist schon ziemlich nachtragend. So dass ich mir vorstellen kann, dass er jetzt bei... was war denn das jetzt? Dass er sich jetzt besondere Mühe gibt, wenn es darum geht, Penny um den Finger zu wickeln. Bitten abzuhängen? Achso, das eine Ereignis von uns ist dann vermutlich schon vorbei. Aber dann flirte doch mal weiter. Und Romantik... Kompliment übers Aussehen machen. Sie ist ja auch eine hübsche. Ich muss nur jetzt die Lautstärke gerade ein bisschen runterdrehen. So. Sie hat sich mal hinter die Bar gestellt. Wahrscheinlich ist sie bekannt genug, dass das niemanden stört. So trinkt man einen Saft on the Rocks und setzt dich mit ihr an die Theke. So, Unsicherheiten mitteilen. Okay, dann, ja. Jasper ist eben ehrlich und direkt raus. Er sagt, er ist eifersüchtig, aber nur, wenn er mit jemandem zusammen ist. Momentan ist es ihm ja alles egal. Oh, und sie denkt an einen Techtelmechtel. Jasper, dann könnte heute Nacht ja wirklich noch was laufen. Versuchen zu verführen. Aber sicher doch. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Süßholz raspeln. Also, wir müssen uns das momentan bei Jasper eben wirklich so vorstellen. Die Mädels hier... auf Wiedersehen, ja, okay. Siobhan, wenn du dich unbedingt bei uns verabschieden willst, dann kannst du das gerne machen. Ach ja, wegen Jasper. Wir müssen uns das momentan so vorstellen. Ersten Kuss? Tja, warum nicht? Dass er sowas Lockeres am Laufen hat mit Penny, Katharina und Miko. Wobei ich glaube... Ui, Jasper. Wobei ich glaube, dass Katharina sich beispielsweise schon mehr Hoffnungen macht, auch wenn Jasper zu ihr gesagt hat, dass das jetzt nur so, ja, ein Spaß für ihn mehr oder weniger ist. Wow. Das läuft ja... Baby im Busch machen. Nein, bitte nicht. Wobei, ich kann mir bei Jasper ja irgendwie sogar gut vorstellen, dass er vielleicht mal, naja, versehentlich etwas anstellen könnte. Und was ich natürlich auch immer noch im Hinterkopf habe, ist die Sache mit Liberty und dem den Romantik-Festival-Guru. Der hat ja gesagt, dass die große Liebe von ihm gar nicht so weit weg ist. Deswegen könnte es noch spannend werden. Oh, und ich habe mir gedacht, was machen wir dann in der nächsten Folge? Dass Jasper, der muss ja recht viel Sport machen für seinen Job, vielleicht zu den Fitnessfreaks dazugehen könnte. Da gibt es ja so eine Gruppe. Und das würde meines Erachtens definitiv passen. Ach so, wir haben sie ja noch gar nicht kennengelernt, aber sind schon total am Rummachen. So, nehmen wir sie mal mit nach Hause.
die liebe Penny. Dann könnt ihr dort noch ein wenig Spaß haben. Ja, mit Penny. So, worüber wollte ich jetzt reden? Es ist immer so nervig, wenn mir was anderes einfällt und ich vergesse, worüber ich davor gesprochen habe. Naja, jedenfalls, die beiden sind jetzt mal am Weg nach Hause und ja, werden dort noch ein wenig Spaß haben. Da fällt mir ein, ich werde Pennys Wohnung dann wahrscheinlich, also falls wir mal zu Penny nach Hause gehen, sollte ihre Wohnung auch, ja, ich sag mal, erträglich, nein, ich will kein Baby im Busch machen, sollte ihre Wohnung erträglich aussehen, oder ist das eine romantische Interaktion, wenn ich frage? Ja, hier sicherheitshalber auch nochmal fragen, ob sie über Nacht bleibt. Dann geht Jasper mal auf die Toilette. Ah ja, kennenlernen wollte ich sie dann noch näher. Kendra, du isst zu Abend. Und zwar, ich glaube, Frühstückseierlei, ja. Alles klar. Du bist angespannt wegen deinem Handyverbot. Ja, dann tu doch ein bisschen Fernsehen schauen. Du hast dich ja eh den ganzen Tag jetzt am Handy rumgehangen. Wo Jasper unterwegs war. So. Und... Penny, gehst du jetzt schlafen? Ich hätte aber vorher gerne noch ein Techtelmechtel mit dir. Wir können sie ja dann am nächsten Morgen kennenlernen, genauer. Ah ja, was sie sagen... Hilfe! Hilfe! Was hast du da an? Oh, Jasper. Sollte das jetzt irgendwie so ein seltsames Rollenspiel werden? Techtelmechtel mit einem Clown. Okay, nein, sie zieht sich noch was anderes an. Ach ja, ich werde Pennys Wohnung umgestalten. Denn ich hab's ganz gerne... Oh, Robo, gib mir was zu essen. Dass die Wohnungen, wo meine Sims zu Besuch sind, dass die gut ausschauen, dass man sich da wohlfühlt. Bin da ein bisschen eigen, sage ich mal. Duschen. Ach, es ist schon 1 Uhr morgens. Nein, da brauchst du nicht mehr duschen gehen. Da gehst du auf die Toilette, putzt dir die Zähne und dann gehst du schlafen. Duschen kannst du morgen auch noch. Jasper und Penny sind ja auch fertig, also dürftest du nicht mehr belästigt werden. Grover, du hast schon gefressen. Ja, da bist du viel Fraß, du könntest durchgehend fressen, aber jetzt am Abend war es schon gut, dass du noch was zum Fressen bekommen hast. Und makellose Kleidung. Yummy. Die gewaschene Wäsche ist lupenrein. Wie schön. Yep, finde ich auch immer schön. Wäsche waschen. Wir haben gerade unseren Trockner mal ordentlich sauber gemacht. Sollte man ja regelmäßig machen beim Filter. Oh, Grover schläft jetzt schon total gerne hier oben. Ich bin schon am Überlegen, ob ich vielleicht sein Körbchen hochtun sollte. So, Kendra ist schon sehr früh wach, findet es immer noch richtig doof, dass sie kein Handy hat. Könntest du... Oh, bei Grover schläft noch. Das ist auch doof, wenn du ihn aufwächst zum Gassi gehen. Nimm doch mal ein Schaumbad, um dich zu entspannen. Und blockier einfach mal ganz dreist das Badezimmer. So ist es recht. So, und Jasper, du schläfst noch. Und ja, du freust dich immer noch über deinen ersten Kuss. Dabei hast du gestern noch so viel mehr geschafft. Aber ihr zwei schlaft euch jetzt am besten mal aus, außer der Hund weckt euch vorher. Ne, momentan klappt das ja mit dem Hund noch. So, da bist du mit Duschen fertig. Dann würde ich aber sagen, sobald du gebadet bist, dass du mit Jasper, mit deinem Hund Jasper einen kurzen Spaziergang machst. So. Denn Kendra ist definitiv nicht der Oi und sie ist sehr verspielt. Kendra ist definitiv nicht der Typ, der gerne joggen geht. Das ist ja eher so Jaspers Ding. Und du könntest dann, wenn du wach bist,
Frühstück vorbereiten. Und zwar Frühstück servieren, ja, einen Obstsalat. Ist doch auch nett, wenn... Ach so, Penny. Oh, Penny, der Clown. Flüchtet dann direkt. Ich weiß nicht, ob wir uns mit Penny nochmal treffen wollen, Jasper. Wenn sie so seltsame Vorlieben hat, sag ich mal. Ah, habe ich dir jetzt eigentlich das neue Tattoo gegeben? Ups. Oder nicht? Ich sehe gerade... Ich habe Jasper eigentlich ein neues Tattoo gegeben. Was ist denn da schlecht? Ach so, das sind Gläser. Hm. Verstehe. Du bist hier noch am Spazierengehen. Ja, wenn du fertig bist, kannst du dir dann... Ach, wobei... Das spinnt sonst immer so ein bisschen rum. Gehst dann später was zu essen holen. Und... Yep. Joaquin findet es auch toll, dass wir uns mit Penny angefreundet haben. Ist doch auch großartig. So, isst dein Essen auf. Dann geht deine Spülmaschine beladen. Und... Ja, ich weiß, diese Gruppe haben wir jetzt ziemlich vernachlässigt. Wobei, es hat vermutlich dann auch zu tun gehabt. Einfach mit der Tatsache, dass... ging es nicht irgendwie auch so sich zu einer Gruppe? Ach so. Und zwar hatte das einfach damit zu tun, dass Jasper jetzt nicht unbedingt so viel Zeit mit dem Vater von seiner Ex-Freundin zu tun haben wollte. So, und jetzt reisen wir mit Jasper gerade zum Fitnessstudio. Und ob wir es schaffen, der Gruppe beizutreten oder nicht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich möchte mich herzlich fürs Zusehen bedanken und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!